Herzlich willkommen im 1000 PS Race Lab. Heute zeigen wir euch 5 Wartungsarbeiten am Motorrad, die ihr selber durchführen könnt und die euer Leben retten können. Ja, heute geht es um 5 Wartungsarbeiten am Motorrad. Wir sind natürlich wieder bei Martin Bauer und MB Bike Performance. Wartungsarbeiten, die jetzt nicht unbedingt so wie ein Ölservice oder sowas sind, sondern Wartungsarbeiten, die wirklich für die Fahrsicherheit wichtig sind. Und ich würde sagen, Martin, das lässt sich am besten an einem Motorrad erklären. Schauen wir nach hinten in die Werkstatt. Und da sind wir schon am Objekt der Begierde, eine Kawasaki Z650. Was schon Bodenständiges, würde ich sagen, Martin, weil wir haben ja hier bei dir in der Werkstatt auch High-End-Geräte wie unser S1000 Doppel-R-Tune-Up. Aber wir wollen ja doch eher am echten Leben näher dran sein und haben deshalb die Z650 gewählt. Und den ersten Punkt, den wir ansprechen wollen, sind die Bremsleitungen. Weil bei der Bremse an sich, wenn die Bremsbacken langsam verschleißen, das spürt man auch, wenn die Bremsflüssigkeit schon älter wird, finde ich, spürt man es auch schon. Aber bei den Bremsleitungen, die können da schon einen kritischen Punkt spielen bei der Fahrsicherheit. Natürlich, die Bremsen sind einer der wichtigsten Punkte, was Fahrsicherheit betrifft. Die muss in der Lage sein, das Fahrzeug gerade in Extremsituationen sehr schnell verzögern zu können. Und da gibt es eben einige wichtige Punkte, die man mal kontrollieren sollte und die jeder auch sehr leicht kontrollieren kann. Und da ist ein Thema, wie du es schon angesprochen hast, auf jeden Fall die Leitungen an sich. Mhm. Bei Neufahrzeugen, so wie wir es hier haben, werden die Leitungen kaum Probleme machen, weil hier noch keine Porosität auftritt oder die Leitungen brüchig werden. Aber trotzdem würde ich es mal ansprechen, es fährt nicht jeder ein neues Fahrzeug. Viele fahren auch mit sehr älteren Fahrzeugen rum und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass man das uns einmal anschaut. Und deswegen sollte man diese Leitungen, die ja in der Regel von oben von der Bremspumpe runtergeführt werden, meistens hier dann wohl eine Aufteilung haben im Bereich vom Steuerkopf auf der Unterseite oder von einer Bremszange dann weitergeführt werden zur nächsten. Und das sind die Leitungen, um die es geht. Und da geht es darum, einmal die zu biegen, zu belasten und zu schauen, ob irgendwo Risse zum Vorschein kommen. Mhm. Alles das, gerade wenn man so Kunststoffleitungen noch drauf hat, ist wichtig mal zu überprüfen, damit hier nicht irgendwelche Undichtigkeiten oder Spontanbrüche dann kommen, die auf einmal zu kompletten Verlust der Bremse führen würden. Und das ist eindeutig natürlich ein Problem, was die Fahrsicherheit dann betrifft. Und da machen wir eben eine Kontrolle von oben bis unten, nimmt die Leitung, biegt die mal in alle Richtungen und schaut, ob dann irgendwo was Brüchiges zum Vorschein kommt, generell schon porös sind. Mhm. Sowas passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein langsamer Prozess. Das heißt, man hat genug Zeit, das erkennen zu können. Mhm. Darum sollte man sowas regelmäßig durchführen, man muss es nicht wöchentlich machen, aber ich sage mal, spätestens nach einer Saison sollte man sich sowas anschauen. Mhm. Weil das im Worst Case, schon wenn ich unterbreche, könnte das brechen, die Bremsflüssigkeit tritt aus und man hat keinen Druck mehr. Richtig, ich würde dann leer in die Bremse greifen und hätte keine Verzögerung. Mhm. Genau. Und sind da eigentlich nur Gummileitungen davon betroffen oder wenn ich Stahlflexleitungen habe, muss ich die auch prüfen? Grundsätzlich sind in erster Linie Gummileitungen betroffen, weil die porös werden. Stahlflexleitung kann nicht porös werden in dem Sinn. Da gilt es nur ein bisschen aufzupassen bezüglich Abknickungen, wenn man zum Beispiel die nicht gut verlegt, wenn das welche sind, die man nachträglich noch eingebaut hat, kann es passieren, dass die nicht günstig verlegt worden sind und dann durchs Einschlagen des Lenkers teilweise geknickt oder auf Biegung belastet werden. Und das ist das, was auch eine Stahlflexleitung gar nicht haben möchte. Ja. Da kann auch bei der Stahlflexleitung Undichtigkeiten passieren. Mhm. Des Weiteren, wenn wir schon bei dem Thema sind, sollten wir uns auch die Anschlüsse anschauen. Zum einen, ob diese Dichtigkeiten, die hier über diese Quetschklemmung stattfinden sollen, auch gegeben ist. Das heißt, man fährt einfach mal drüber. Wichtig ist generell vielleicht, das Fahrzeug in einem sauberen Zustand zu halten, so ein bisschen nebenbei. Dann erkennt man diese Dinge nämlich deutlich besser. Mhm. Im Rennsport ist es so, dass wir permanent die Fahrzeuge reinigen, jetzt nicht nur, damit das schön dasteht, sondern um genau solche Sachen, die sich beginnen anzubahnen, frühzeitig erkennen zu können. Deswegen gilt es hier, das ein bisschen sauber zu halten und dann eben zu kontrollieren, ob ich hier irgendwo Undichtigkeiten habe. Das gilt es bei jedem Bagnoverschraubung durchzuführen. Das haben wir eben hier an den beiden Bremssättel. Hier haben wir dann eine Doppelhohlschraube auf der anderen Seite und natürlich auch oben an der Bremse. Wie du schon richtig gesagt hast, ist es natürlich auch nicht ganz unkritisch, sich die Belags- und Bremsscheibensituation mal anzusehen. Zum einen sollte die Bremsscheibe nicht komplett abgenutzt sein. Das heißt, wenn man hier drauf greift, erkennt man dann meistens schon einen Grat, weil die Bremsbeläge nicht bis ganz über die Scheibe ragen, sondern meistens leicht innen drinnen aufhören. Und wenn die dann beginnen,
überdurchschnittlich abgenutzt zu werden, dann spürt man hier auf das, am Rand oben einen Grad aufsteigen. Und wenn das zu stark wird, wenn man das wirklich schon deutlich spürt, dann sollte man auch überlegen, dass man die Bremsscheibe vielleicht auch einmal tauscht. Und nimmt man auch dasselbe, wenn man dann schon Riefen in der Bremsscheibe hat. Ich glaube, der Gregor hatte ja in seiner KLR, zumindest hinten habe ich gesehen, ziemliche Rillen schon drinnen. Ja. Das ist auch schon so ein Zeichen, dass man tauschen soll. Genau, ja, das ist dann wirklich schon höchste Zeit, dass man das mal tauscht, weil natürlich die Bremsbeläge dann keine vernünftige Auflage mehr haben. Die schleifen sich dann zwar in die nach diesen Formen ein, aber das ist natürlich nicht mehr optimal. Ja. Und deswegen sollte man dann spätestens hier für Ersatz sorgen und das mal austauschen. Gregor, zuhören. Das nächste, was man sich mal anschauen kann, wenn man eine Bremse überprüft, das kann wirklich jeder sehr einfach machen, ist generell der Druckpunkt. Der Druckpunkt von einer Bremse sagt nämlich sehr viel über den Zustand der Bremse aus. Mhm. Wie gut ist die Entlüftung? Habe ich schon Luft irgendwo im System? Wie gut sind die Beläge unten noch? Sind die schon sehr stark abgenutzt, wenig abgenutzt? Mhm. Wie stark geben die Leitungen nach? Indem ich hier mal eine Druckprobe mache, dann muss ich rechtzeitig vorm Erreichen des Gasgriffes, bevor der Hebel ansteht, doch einen deutlichen Druckpunkt spüren. Das heißt, dort muss die Gegenkraft, die von der Bremse aufgebaut wird, deutlich spürbar ansteigen. Und das sollte in einem relativ kleinen Bereich passieren. Mit den ABS-Systemen heute ist es sowieso schon deutlich schwammiger, weil wir hier so viele Leitungen verbaut haben in dem Fahrzeug. Das muss zum Modulator hin, vom Modulator zurück zu den Bremszangen. Da haben wir viele Leitungslängen. Und hier kann man aber trotzdem mal überprüfen, habe ich hier einen Druckpunkt und ist dieser Druckpunkt schon an einer Position, wo ich noch genug Restweg habe zum Gasgriff hin oder zum Hebel hier, zum Lenkerstummel hin. Weil das Kritische ist, wenn ich den zurückziehen kann und bin beim Druckpunkt schon sehr knapp hier am Lenkerstummel, dann kann ich, wenn das am Ticken noch nachlässt, die Bremse nicht mehr nachgreifen und habe auch keine Bremsverzögerung mehr. Das sind so die Sachen, die man an der Bremse mal kurz umrissen anschauen kann. Natürlich bei der Hinterbremse genauso, wobei beim Motorrad die Vorderbremse natürlich wichtiger ist. Und ich sehe halt hier noch die Verkabelung zum ABS-Kranz, also ich meine, das ist eben für die ABS-Sensorik die Elektronik noch dabei, oder? Wir haben, gehört zwar nicht jetzt zum Bremssystem primär, aber diese Sensorleitungen werden in der Regel immer entlang der Bremsleitungen geführt, weil da habe ich gute Möglichkeiten, dieses sehr dünne und flexible Kabel recht gut führen zu können, und zwar immer entlang der Bremsleitung, die ja doch deutlich stabiler sind und teilweise auch hier befestigt sind. Und deswegen bietet sich an, wenn ich schon die Kontrolle der Bremse mache, auch kurz einmal über diese Sensorleitungen drüber zu schauen. Die sind immer im Bereich eines drehenden Teils des Reifens, sowohl hinten als auch vorne. Und ist sehr oft schon passiert, dass durch Lösen von so einem Teil der Kontakt mit dem Reifen kriegt und dann sich aufschneidet, durchschneidet, eine Beschädigung kriegt. Mhm. Und das ist diese Sensoren geben maßgeblichen Input für alle Fahrhilfen und ABS-Systeme. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass das funktioniert. In der Regel bekommt man, wenn man hier wirklich grobe Probleme hat, eine Fehlermeldung im Display. Aber ich würde mich nicht immer darauf verlassen wollen und kann eventuell Problematiken, die sich anbahnen und noch nicht aktuell vorliegen, aber ich sehe schon zum Beispiel, wenn der da immer streift, dass ich hier zum Beispiel schon eine offene Stelle hätte, dann kann ich im Vorfeld schon dagegen was machen. Mhm. Und das sind so Punkte, die würde ich einfach mit den Bremsleitungen immer so ein bisschen im Auge behalten. Ist irgendwas abgeknickt? Ist der Sensor da unten noch fest und ist das Kabel noch in einem vernünftigen Zustand? Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und du hast gemeint, einmal in der Saison sollte es mal geprüft haben. Zumindest einmal in der Saison, ja. Okay. Sehr gut, dann würde ich sagen, sind wir mal vorne fertig, Martin. Schau mal nach hinten zur Kette, weil die ist ja auch nicht unwesentlich fürs Motorradfahren, treibt im Endeffekt das Hinterrad an. Da will ich jetzt gleich aufs Horrorszenario kommen, sprich Kette reißt. Ich meine, man sieht es halt öfters mal im Motorsport, MotoGP, dass das mal passiert. Ist das auch eine Gefahr auf der Straße? Natürlich kann das immer mal passieren, ist sehr ungewöhnlich und ist meistens zurückzuführen auf eine erstens nicht konkrete Vernietung der Kette oder einer
schlechten Behandlung. Okay. Wenn ich sozusagen mich um die Kette nie kümmere und mich darauf verlasse, dass es immer in einem vernünftigen Zustand ist, das wird nicht sein. So Ketten sind sehr stark belastete Teile, jetzt nicht unbedingt bei dem Fahrzeug, aber wenn wir mal von aktuellen 1000 Kubik Motorrädern ausgehen, da kommt sehr viel Drehmoment drauf, da kommt sehr viel Leistung drauf, was hier übertragen wird. Und das ist schon einer der letzten Glieder, kann man sagen, im Antriebsstrang, bevor die Leistung wirklich übers Hinterrad freigesetzt wird. Und die kriegt es natürlich voll ab. Hier gilt schon, ein gewisses Augenmerk drauf zu legen. Und wir wollen uns einmal kurz anschauen, was man machen kann, damit man das auch gut kontrollieren kann. Zum einen, wann beginnt ein Kettenriss? Ein Kettenriss beginnt, wenn irgendwo ein Glied eine Beschädigung bekommt, teilweise beginnt schon leicht zu reißen oder eine Vernietung beginnt aufzugehen. Hier sind wir wieder eigentlich am selben Punkt, wie wir schon bei der Bremse besprochen haben, dass man sowas nur erkennt, wenn die Kette halbwegs sauber ist. Mhm. Ja, wenn die natürlich komplett verschmutzt ist und eingesaut ist von den tausenden Kilometern auf der Straße, dann wird man das nur schlecht erkennen. Ja. Deswegen gilt es auch hier, das in einem vernünftigen, sauberen Zustand zu halten. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man hat, wir haben es hier vom Motorex, verschiedene Reinigungs- und Pflegemittel. Wir haben hier dann auch das Kettenfett, was man nachträglich wieder anwenden sollte. Aber mit einem Chain Cleaner, wie wir es hier vom Motorex haben, kann man hier einfach mal drüber gehen und mit dem Fetzer dann das hier mal so durchdrehen und man sieht schon, was da an Schmutz runterkommt, wenn man das hier einmal reinigt, die Kette. Das sollte man auf jeden Fall mal durchführen, bevor man beginnt, das Ganze zu überprüfen, weil wie gesagt, mit extrem viel Ablagerung und Schmutz sehe ich das nicht. Ja. Und somit kann ich schon mal über die Kettenglieder mal grob drüber gehen, ich drehe die mal durch und schau mal, ob ich irgendwo eine Beschädigung habe oder die Nieten beginnen aufzuplatzen. Ist in der Regel sehr selten der Fall, aber trotzdem, gerade bei älteren Motorrädern kann das schon mal vorkommen, besonders bei stärkeren Fahrzeugen. Das nächste, was wir uns anschauen bei der Kette, ist natürlich der Durchhang. Ja? Der sollte ein gewisses Mindestmaß haben. Man muss sich vorstellen, jetzt der Zustand mit komplett ausgefederter Schwinge, da sollte generell viel Spiel sein. Warum? Weil im Fahrbetrieb lastet ja das Eigengewicht drauf und die Schwinge federt einen gewissen Betrag ein. Mhm. Und durch dieses Einfedern streckt sich das Ganze noch. Das heißt, dieses Kettenspiel wird im Fahrbetrieb noch mal geringer. Wenn man sich das mal kontrollieren möchte, wie viel der Unterschied ist, so kann das jeder mal probieren. Einfach mal am Seitenständer stehen lassen, das probieren und dann eine Person soll sich mal draufsetzen aufs Fahrzeug, wirklich belasten, vielleicht noch ein Sozius hinten drauf und dann das nochmal kontrollieren. Und dann werden sich viele wundern, wie stark unterschiedlich das ist. Mhm. Deswegen, das Schlimmste, was passieren kann, ist eine zu stark gespannte Kette. Mhm. Im Zweifelsfall ist eine lockerere Kette besser als eine zu stark gespannte. Weil eine zu stark gespannte Kette wird dann überdehnt. Das ist eines der Hauptprobleme, warum Ketten kaputt gehen. Viele Serienketten sind oft, wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, oft schon zu stramm gespannt. Okay. Warum das so gemacht wird, weiß ich nicht. Aber wir haben sehr viele Neufahrzeuge schon erlebt, wo die Kette schon sehr stramm ist. Und da ist die Gefahr, dass die Kette natürlich bei einmal einfedern, man fährt durch eine Bodenwelle durch, das wird einmal überdehnt an dieser Stelle und schon habe ich eine gedehnte Kette. Das merke ich dann daran, dass wenn ich den Reifen beginne, hier mal durchzudrehen, dass sich der Durchhang dann permanent ändert. Ja? Wenn ich mir das anschaue, die bleibt sehr gut konstant und gleich. Wenn ich eine ungleich gedehnte Kette habe, dann beginnt das mal raufzuwandern, runterzuwandern, raufzuwandern, runterzuwandern. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass die Kette einmal überdehnt wurde. Mhm. Und das passiert sehr oft oder in fast allen Fällen durch eine zu hochgespannte Kette. Mhm. Da reicht es ja. Und ich nehme an, das verursacht dann halt eine Schwächung der Kette und das könnte dann dazu führen, dass die Kette einmal bricht. Ganz genau. Das sind meistens die Ursachen. Was man noch machen kann, ist gerade auch wieder bei älteren Ketten, ist die Kontrolle, ob sich Kettenglieder beginnen zu verklemmen, ja, also die Leichtgängigkeit nicht mehr da ist. Das erkenne ich auch ganz gut, wenn ich den Reifen hinten anhebe und das langsam drehe, dass manche Kettenglieder, wenn man sich vorstellen möchte, dann so verkanten, dass das in so einem Winkel steht. Die bleiben dann auch so. Ja, das bleibt so.
solange die Kette in dem unteren Bereich dahin läuft, erst am Zahnkranz wird es dann wieder natürlich gebogen. Da geht nicht anders, da ist die Kraft zu groß. Mhm. Aber hier in dem Bereich sieht man dann, dass die Kette wirklich in so einem Winkel an einem Glied bleibt. Und das ist dann auch ein Zeichen, dass die Kette schon Problemstellen hat und man überlegen sollte, die dann zu tauschen. Okay. Gut, also wir haben gehört, Kette sauber halten, pflegen, immer prüfen, ob der Durchhang stimmt. Aber wenn das Hinterrad hier schon in der Luft ist, Martin, würde ich gleich zu Punkt 3 kommen, und zwar Radlager. Sind, finde ich, ein sehr unterschätztes Thema, weil man sieht sie nicht, man kann sie nicht wirklich, denke ich, prüfen oder vielleicht doch. Ich meine, das würde ich dich bitten, dass du mir jetzt erklärst. Aber wieso sind die Radlager so wichtig für die Fahrsicherheit? Die Radlager dienen natürlich in erster Linie der Führung des Rades. Das heißt, das Rad wird ja festgehalten im Chassis durch die Achsen. Mhm. Und die einzige Übertragung oder Richtungsstabilität, dass das Rad bekommt zum Reif, zum Rahmen hin, passiert über diese Lager. Die müssen natürlich spielfrei sein. Je mehr Spiel da drin ist, kann man sich vorstellen, kann das Rad beginnen, drinnen zu eiern. Mhm. Und das ergibt natürlich ungute Fahrzustände und kann in Extremfällen zum Sturz führen. Die Radlager kann man relativ gut kontrollieren. Okay, doch. Indem man einfach das betreffende Rad einfach anhebt. Mit Hauptständer geht es recht elegant. Wenn es nicht geht, dann muss man schauen, ob man wirklich Heber hat. Es gibt auf der Rennstrecke, wird das standardmäßig verwendet, Verschiedene Heber, die man dann ansetzen kann. Hier hätte man sogar eine Aufnahme schon von Drehteilen, die man da anbringen kann, wo man dann mit einer Ständeraufnahme reinfährt und das aufbocken kann sozusagen. Dann habe ich auch die Reifen frei. Also nur so ein paar Hinweise, wie man das machen kann. Und hier geht es darum, das Spiel zu merken. Wenn man hier auf den Reifen drauf geht und oben und unten mal angreifen und beginnen das zu kippen in beide Richtungen, dann darf hier kein Spiel sein. Wenn hier ein Lager kaputt wäre, dann würde man merken, dass das hier wirklich schon ein leichtes Spiel aufweist. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass die Achse nicht fest ist. Also die kann ohne weiteres fest sein, weil die hält nur die Innenringe der Lager, klemmt die. Aber die Außenringe werden ja über die Kugeln des Lagers quasi miteinander verbunden. Und wenn hier ein Spiel entsteht, merke ich das, dass ich hier das den Reifen nehmen kann und dann beginnen schon kann, so zum Kippeln. Mhm. Und das ist dann schon ein Zeichen, dass diese Lager getauscht werden müssen. So, wir haben ja jetzt ein ausgebautes Rad, da sieht man das schöner. Wir haben hier außen den Dichtring. Der verhindert, dass Wasser eindringt. Auch ein wichtiger Punkt, sollte man auch ab und zu kontrollieren, weil wenn der nämlich eine Beschädigung hat und hier wirklich Wasser eindringt, sind die Lager in sehr kurzer Zeit beschädigt, kaputt, weil die zu korrodieren beginnen. Mhm. Aber wenn ich den Reifen wirklich heraus habe, für einen Reifenwechsel, also eine neue Bereifung raufgeben möchte, dann kann ich sowas mitkontrollieren. Wir haben hier den Innenring des Lagers, den kann ich hier mal so angreifen und beginnen mal zu drehen. Und wenn ich hier merke, dass das schon extrem leicht dreht, teilweise schon auch Spiel hat oder zum Klemmen beginnt, dass sich der gar nicht mehr dreht, dann sind das schon Zeichen, dass dieses Lager auch eine Beschädigung hat. Und ich nehme an, da gibt es keinerlei Toleranzen. Also sobald Spiel da ist, sollte es getauscht werden. Genau, also das darf eigentlich kein Spiel spürbar sein. Es ist ein gewisses Spiel ist immer noch tolerierbar, wo man sagt, okay, das wird man vielleicht nicht gleich spüren. Mhm. Aber so ein beginnendes Spiel ist immer ein Anzeichen, dass das deutlich schlechter wird in kurzer Zeit. Und somit, wenn man sowas mal merkt, ist es eigentlich an der Zeit, dass man das austauscht. Okay. Dasselbe kann man natürlich vorne machen. Hier kann man am besten den Lenker in eine Anschlagsrichtung bringen, dass der wirklich anschlagt und dann kann ich dasselbe Spiel vorne kontrollieren. Mhm. Was vielleicht, wenn wir bei den Lager sind, auch nicht uninteressant ist und öfters sogar gröbere Probleme macht, ist das Lenkkopflager. Ja. Ja, das Lenkkopflager ist einer der wichtigsten Lagerungen im Fahrzeug, was die Fahrstabilität betrifft, weil die Führung übernimmt fürs Vorderrad. Wenn wir hier beginnen, ein Spiel aufzubauen, dann haben wir natürlich unheimlich viel Spiel auch in der Lenkung drinnen und dann beginnt das Fahrzeug teilweise ins Pendeln zu gehen, im Extremfall, oder sogar bis zum Sturz, weil dieses Pendeln sich aufschaukelt, immer stärker wird und teilweise dann den Fahrer abwirft.
ist schon öfters mal vorgekommen. Deswegen ist das nicht ganz unkritisch. Beim Lenkkopflager, das ist das eins der wenigen Lager, wo man in der Lage ist, das auch nachstellen zu können. Das ist was man auch überprüfen sollte. Deswegen, bei einem normalen Service gehört sowas eigentlich mitkontrolliert, ob hier das Spiel zu groß ist, weil hier bin ich in der Lage, durch Nachziehen der oberen Muttern, die werden durch Muttern sozusagen vorgespannt, diese Lager, dieses Spiel einstellen zu können. Mhm. Ja, also das ist nicht nur, weil ein Spiel da ist, heißt das nicht, dass das Lager gleich kaputt ist, sondern hier kann man einfach dafür Sorge tragen, durch Nachziehen da heroben an der Stelle dieses Lager wieder justieren zu können. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, braucht man ein bisschen ein Gespür dafür, weil man kann es auch wieder zu stark anziehen, dann geht die Lenkung wieder schwergängig. Also das ist was man eher vielleicht mal einem Fachmann überlassen sollte. Aber man kann es recht gut kontrollieren, indem man das Fahrzeug eben vorne anhebt, dass der Vorderreifen in der Luft ist und nimmt die Gabel an der unteren Seite und beginnt die mal auch hin und her zu ziehen und zu drücken und schauen, ob hier irgendwo ein Spiel drinnen ist. Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, eigentlich das wichtigste Lager, kann man sagen, vom so gesamten Fahrzeugen. Was man, wenn wir bei der Lagerthematik noch sind, auch überprüfen sollte, ist noch das Schwingenlager. Auch bei älteren Fahrzeugen gerne mal mit Spiel versehen nach einer Zeit. Das kann man ähnlich überprüfen, wie wir es hier mit den Reifen gemacht haben. Ich nehme das mal kurz weg. Hier kann man die Schwinge selber nehmen und hin und her bewegen. Ja, also wir sehen, hier bewegt sich nur das gesamte Motorrad mit, aber wir haben hier kein Spiel im Schwingenlager. Das ist auch was, was man eventuell dann was man kontrollieren sollte und eventuell ersetzen sollte, wenn hier ein zu großes Spiel ist. Haben wir bei vielen Kundenfahrzeugen schon gehabt, dass hier einfach das Schwingenlager kaputt war, ausgetauscht werden musste und dann hat es wieder eine super Führung. Mhm. Wirkt sich ähnlich aus wie das Lenkkopflager, nicht ganz so schlimm. Gerade in den Beschleunigungsphasen spürt man das dann eher. Aber auch ein wichtiger Punkt, was Lagerung betrifft, besonders für Fahrstabilität. Okay, also Thema Lager auch sehr wichtig, sehr umfangreich, hätte ich nicht gedacht. Den vorletzten Punkt, den ich noch gerne ansprechen würde, ist das Fahrwerk, weil da kann schon noch über die Jahre einiges kaputt werden, auch wenn man sich ein gebrauchtes Fahrzeug kauft, Sprichwort Gabelsimmerringe, dass da Lecks entstehen, worauf muss man da achten? Das Fahrwerk ist dazu da, die ganzen Unebenheiten aufzunehmen, auch für Stabilität zu sorgen. Deswegen ist ein gut funktionierendes Fahrzeug essentiell wichtig für ein gutes Fahrverhalten für ein Motorrad. Darum sollte man auch hier dementsprechend Sorge tragen, dass es in einem guten Zustand ist. Das heißt, grundsätzlich auch ein Fahrwerkservice mal durchführen lassen. So Fahrwerke sind sehr stark beanspruchte Teile. Man denkt nicht immer daran, aber grundsätzlich kann man sich vorstellen, es wirkt hier genauso oder arbeitet genauso ein Kolben in einem Zylinder, der permanent auf und ab fährt. Beim Motor ist einem das bewusst, man muss Ölwechsel machen und Service machen, beim Fahrwerk eher weniger, obwohl der nicht minder belastet ist. Und dasselbe gilt auch für die Gabel. Wir haben überall Dichtsysteme, damit das Öl dicht bleibt oder das Öl drinnen bleibt, da wo es hingehört. Auch die werden mit der Zeit poröser, es sind Simmerringe dahinter, O-Ringe, Dichtringe und das sollte man regelmäßig in einem Service grundsätzlich durchführen lassen. Regelmäßig bedeutet, man sagt so im Schnitt alle 15.000 Kilometer beziehungsweise 2-3 Jahre, wenn man diese Kilometerzahl nicht erreicht und das Fahrzeug hauptsächlich steht. Auch da altern die ganzen Materialien und dadurch sollte man das auch dementsprechend servicieren lassen. Man kann es grundsätzlich als Normalfahrer auch kontrollieren ein bisschen. Man kann auf das Federbein schauen. Hier ist es jetzt, da ist eine Abdeckung drüber. In der Regel sieht man hier die Kolbenstange innen drinnen. Die kann man kontrollieren, wenn man hier beginnt, wenn es hier beginnt, so ein Rand zu entstehen, wo man sieht, da beginnt vielleicht schon eine leichte Undichtigkeit. Das ist auch schon ein Anzeichen danach, dass man hier eventuell mal einen Service durchführen lassen sollte. Bei der Gabel ist es etwas einfacher. Da haben wir hier die Staubkappen und die Simmerringe innen drinnen. Hier das Standrohr und hier erkennt man Undichtigkeiten relativ gut. Wird ein jeder schon mal irgendwann einmal gehabt haben, wenn man länger mit Motorrädern unterwegs ist. Dann wird sowas irgendwann einmal undicht. Sieht man dann schön, dass hier eben sich beginnt, so ein Ölrand zu entstehen. Selber wie beim Federbein, nur halt ein bisschen besser sichtbar. Und das ist dann auch schon ein untrügerisches Zeichen, dass man hier mal Simmerringe tauschen sollte, beziehungsweise generell einen Ölservice machen sollte. Bei einem Fachmann, der sich mit Fahrwerken gut auskennt,
Der kontrolliert nämlich dann auch zusätzlich, warum ist diese Undichtigkeit entstanden. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Habe ich nämlich Steinschläge bereits im Rohr drinnen, dann nützt nur der Austausch des Simmerringes nur für kurze Zeit. Weil man kann sich vorstellen, durch so einen Steinschlag habe ich hier Aufplatzungen dieser Chromschicht. Und das ist sehr scharfkantig. Wenn hier der Simmerring permanent drüber fährt, kann man sich vorstellen, würde auch ein neuer Simmerring in kürzester Zeit kaputt sein. Und deswegen muss man sich sowas, wenn man dann dementsprechend das Service macht, auch um sowas kümmern. Kann man selber auch machen. Auch Verunreinigungen durch Mücken, die sich hier festpicken, das sind alles so Sachen, die man permanent kontrollieren sollte, dass hier keine starken Verunreinigungen sind, weil wenn sich das ankrustet, kann man sich vorstellen, muss der Simmerring auch über diese drüber fahren beim Einfedern. Ja. Und das ist nicht optimal, was die Funktionalität dieses Dichtringes betrifft. Man kann den Negativfederweg überprüfen, mal schauen, ob die Justage generell vernünftig ist von dem Fahrzeug. Das kann man recht simpel machen, indem man das Fahrzeug einmal anhebt und dann kontrolliert, wir können es hier mal demonstrieren, wir haben hier das Fahrzeug angehoben, wie weit das Fahrzeug dann durchs Eigengewicht einfedert. Also wir sehen, es federt, das kann man auch messen, ich sehe es optisch schon, dass das ganz gut passt. Es sollte so ein gewisser Negativfederweg, das ist quasi der Federweg, den das Fahrzeug durchs Eigengewicht bereits nimmt, ja, wie weit es einfedert. Da sollten wir im Bereich von solchen Fahrzeugen irgendwo zwischen 10 mm und 25 mm liegen am Heck. Und dasselbe bei der Gabel vorne sollte das so zwischen 25 und 35 mm liegen. Dann weiß ich, dann ist das grundsätzlich von den Vorspannungen schon mal korrekt justiert. Die kann ich in der Regel bei den Fahrzeugen anpassen. Ich habe hier meistens dann eine Nutmutter, wo ich am Federbein die Vorspannung der Feder verstellen kann. Und auch vorne, hier kann man es nicht, also bei den einfacheren Fahrzeugen gibt es keine Verstellung. Da müsste ich innen drinnen was machen. Wir können das, weil wir innen drinnen die Vorspannung anpassen können. Okay. Der Normalfahrer kann das natürlich dann nicht machen, aber man kann es zumindest kontrollieren, ob es passt, dass man sieht, okay, das sackt viel zu weit schon ein vorne. Ein Service wäre dann schon angeraten, weil es überprüft werden sollte, warum das so daneben ist. Aber es ist nicht so, dass das Fahrwerk dann kaputt ist. Also es geht nur darum, dass man dann diese Problemstellen sich einfach einmal anschauen sollte, um herauszufinden, was ist da der Grund. Und ein Fachmann kann das natürlich dann beheben. Also das ist dann kein Problem. Die Dämpfung kann man dann nur kontrollieren, indem man das Fahrzeug einmal nimmt und einmal einfedert. Hier sollte spürbar eine Dämpfung vorhanden sein. Das sollte nicht leer reingehen und so rausspringen. Das ist dann auch schon ein Zeichen, dass das Fahrwerk generell ein Problem hat. Entweder das Federbein oder die Gabel. Das kann man vorne genauso machen. Und das gibt dann schon recht gute Aussagekraft schon über den Zustand des Fahrwerks. Und das spielt ja wieder eine große Rolle bezüglich Fahrdynamik. Wie verhält sich ein Fahrzeug im Grenzbereich? Bekomme ich Rückmeldung? Wie stabil fährt das? Also hier gilt es schon, auf das immer zu achten, weil man hier sich sehr viel Freude bereiten kann, weil das Fahrzeug dann einfach gut fährt. Ja. Jeder kennt das, gute Rückmeldung hat. Also Fahrwerk auch eines der wichtigsten Sachen und natürlich auch ganz eine wichtige Sache bezüglich Fahrsicherheit. Ja, und da würde ich sagen, kommen wir schon zum letzten Punkt der wichtigsten Wartungsarbeiten, die ihr selber am Motorrad durchführen könnt, damit ihr sicher unterwegs seid. Das ist die Beleuchtung. Es ist vielleicht unterschätzt, weil ich meine, in der Fahrschule haben wir alle gehört, vor dem Losfahren ein Rundumgang, einmal Kontrolle von allen Leuchteinheiten, macht, glaube ich, im echten Leben kaum wer. Wird natürlich heutzutage immer weniger wichtig, weil auch die Z650 hat vorne und hinten schon LED, das ist ja viel langlebiger als Halogen. Aber dennoch, vor allem bei älteren Fahrzeugen oder wenn man sich ein älteres Fahrzeug gebraucht anschaut, ist dann schon die Beleuchtung ein wichtiger Punkt für die Sichtbarkeit und für die Sicherheit einfach im Straßenverkehr. Hast du da noch irgendwelche Tipps, wie man das vorbeugend kontrollieren könnte oder sagst du immer lieber Notfallslampen dabei haben und dann tauschen unterwegs? Wie du richtig gesagt hast, ist es so, dass die Beleuchtungen heutzutage aufgrund der Technologie sehr langlebig sind und Ausfälle eigentlich fast selten der Fall sind. Die meisten Ausfälle passieren, wenn man einen Sturz hat, umfällt, auf den Blinker drauf fällt und der dann krumm da hängt und nicht mehr funktioniert. Von alleine werden die eigentlich kaum kaputt gehen, aber sie sind wichtige Instrumente für die Fahrsicherheit, gerade auf der Straße. Da geht es nicht nur um
selber gut sehen, sondern auch wirklich gut gesehen zu werden, gerade was Bremslichter betrifft. Also das sind so Sachen, die ich schon ab und zu mal kontrollieren sollte. So Bremslichter werden ja ausgelöst von den Bremslichtschaltern, den ich vorne drinnen habe. Man hört den auch meistens, ist dieses Klacken, wenn ich die Bremse betätige. Mhm. Und auch hinten. Und hinten werden die meistens über so eine Feder noch betätigt. Und man kann sich vorstellen, diese Schalter haben einen gewissen Verschleiß und unterliegen auch einer Verschmutzung. Mhm. Und da passiert es sehr oft, vorne weniger, aber hinten doch sehr oft, dass der festhängt und aufgrund der Feder, auf der Federbetätigung vom Fußbremshebel, der dann nicht mehr bewegt wird. Und dann passiert es sehr oft, dass das Bremslicht nicht mehr angesteuert wird hinten. Besonders bei der Fußbremse, bei der Hinterbremse. Und das sind so Sachen, die relativ häufig noch vorkommen. Und das sollte man deswegen schon kontrollieren, weil Bremslicht, da brauche ich nicht viel erklären, ja, für den Hinternachfahrenden, gerade wenn es Pkw ist, die sind oft nicht immer so aufmerksam, gerade was Motorradfahrer betrifft oder das Motorrad tritt nicht so in Erscheinung für einen Autofahrer wie ein anderer Autofahrer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier über unsere Beleuchtungssysteme hier Signale senden können und da deutlich mehr Aufmerksamkeit erregen. Das Gleiche ist natürlich für die Blinkersysteme, weil das ist das einzige Anzeichen, dass der Hintermann erkennen kann, dass ich zum Beispiel jetzt vorne links abbiegen möchte und dadurch natürlich auch beginne, irgendwann zu verzögern. Beleuchtung klingt zwar super banal, aber wenn die nicht funktionieren und ich das nicht den Hintermann anzeigen kann, was ich jetzt gerade vorhabe, ist es natürlich ein großes Sicherheitsrisiko. Und deswegen ist sowas nicht ganz unrelevant. Das heißt, die Sachen einfach mal überprüfen, ob sie das tun, was sie tun sollen. Mhm. Und was man vielleicht noch kurz dazu sagen kann, ist, dass man fährt ja auch ab und zu mal bei schlechten Sichtverhältnissen. In der Dunkelheit kommt sehr oft vor, dass man unterwegs ist mit dem Motorrad auch. Da geht es darum, wirklich mal zu kontrollieren, ob der Vorderscheinwerfer gut justiert ist. Und zwar von dem Neigungswinkel nach unten. Wenn der nämlich zu stark nach unten geneigt ist, sehe ich nicht weit genug voraus. Und wenn es zu hoch eingestellt ist, habe ich erstens mal kaum eine Beleuchtung vor mir. Und die Beleuchtungsintensität nimmt natürlich ab, wenn ich den Scheinwerfer zu hoch habe. Mhm. Und somit sehe ich dann nicht mehr den Bereich vor mir genau und ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, weil ich dann sehr spät erkennen kann, wenn was auf der Fahrbahn liegt, was bei einem Motorrad noch viel wichtiger ist als bei einem Auto, weil ich ja mit einem Auto nicht umfallen kann, ja, wenn aber irgendwas, sage ich mal, Steine oder Rutschiges auf der Fahrbahn ist, ist es mit dem Motorrad immer deutlich gefährlicher. Ja. Also das sollte man dann so mal überprüfen. Also das waren sie, die 5 wichtigsten Punkte der Fahrzeugwartung, die ihr selber machen könnt. Ich fasse noch schnell zusammen. Bremsen, Kette, Lager, Beleuchtung und Fahrwerk. Ihr habt es gerade gehört von Martin Bauer höchstpersönlich. Worauf ihr achten müsst, war sehr viel Wissen. Danke, lieber Martin, dafür mal wieder. Und ja, schreibt es natürlich noch in die Kommentare, ob ihr noch Tipps habt oder was ihr noch so prüft am Motorrad, bevor ihr in die Saison startet oder wenn ihr euch ein Motorrad kauft. Würde mich interessieren und wir sehen uns dann im nächsten Video hier im 1000 PS Race Lab. Bis bald. Tschüss und Baba. Tschüss.